Ja, Mensch, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, im letzten Part haben wir ein bisschen in der Story weitergemacht und ich würde mal sagen, nachdem uns schon so hier in der Nähe dieses Ding markiert wurde, schauen wir doch mal, ob wir das Ganze jetzt hinbekommen. Ach, der ist auf dem Turm oben drauf, oder wie? Ja, das scheint auf dem Turm oben drauf zu sein. Das heißt, ich muss echt nur auf den Turm, hm? Oder haut der dann ab? Der wird doch nicht abhauen, oder? Scheint gerade nicht so. Hauptsache erstmal plündern. Ja, dann komme ich dir halt bekannt vor. Alles chillig. Der verschwindet tatsächlich, oder? Haut der gerade ernsthaft ab? Will er mir das erzählen? Nein, das will er mir nicht erzählen, oder? Tschüssi! Ich dachte, der läuft da jetzt innen runter, aber macht er nicht. Ah, ich kann den jetzt gar nicht plündern, weil ich damit anzünde. Machen wir das halt. Einfach so burn. So. So muss das. Warte. So und nicht anders. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier das innen hängt, ne? Scheinbar nicht. Aber ich will es mal hier. Die Bank hier ausbauen und ich habe noch ein bisschen was vor, was Ausbauen angeht. Also wir können jetzt auch dadurch, dass wir einen weiteren Turm erobert haben, noch mal einen Rekruten anheuern. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, was habe ich jetzt hier? Ach, ein Schmied. Das ist definitiv auch gut. Hast du was Interessantes? Außer, dass du mir alles reparieren kannst. Zack. Rüstung. Minus, 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 minus. Ja, okay, jetzt geht's langsam los, dass die Schmiede auch was Interessantes haben. Aber ich will auch mal hier ihn hier noch ausbauen. So. Ausbauen, ausbauen, das ist kein Grauen. Beutel, Messergürtelerweiterung. Das Einzige, was ich mir jetzt noch gönnen könnte. Ja, komm, gib her. Und bevor ich mich da jetzt in das Versteck da wage, will mal noch schnell auf der Karte gucken. Hier war doch irgendwo das beschädigte Aquädukt, genau, das will ich mir anschauen. Aber vorher schau ich mal nach da rechts, was mit dem Bürger geht. Vielleicht seid ihr ja ein wenig mitteilsamer, wenn... Deswegen, okay, Bürgerin sogar. Machen wir sogar was für die Frauenquote. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich hätte es auch allein geschafft, aber grazie. Sagt, wohin führt euer Weg? Genau dahin, wo du hinläufst, danke. So, die Stelle können wir eigentlich auch gleich renovieren, wenn wir da sind, aber...
erstmal interagieren. Und ich hätte vielleicht bei der Bank vorbeischauen sollen. Stimmt. Gerade da habe ich vergessen reinzuschauen. Geld abheben, danke. Scheiße, ist etwas für Mädchen. Was zum... Nee, ich will jetzt nämlich gucken. Bei diesem Tübi wird es definitiv sinnvoll, die zu renovieren. Hey Tübi, was willst du dafür? Hallo, sprich mit mir. Nur 2000? Ja, mach, hau rein. Junge, hau rein. Ja, ist sehr schön. Sieht doch gleich besser aus. So. Das da können wir bestimmt auch schon machen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Worauf du einen lassen kannst. Doch in die Richtung am ehesten. Genau. Aquädukt. Das macht mich ganz verrückt. So, hier hinten müsste dann also gleich auch noch mal einer stehen. Wieso werde ich jetzt plötzlich Egal. Hinterfragen wir es nicht. Sondern schauen einfach mal, dass wir den Typi hier finden. Sprache und lässt sich schon wieder ablenken. Verdammt, dieses Spiel. Dieses Spiel ist einfach so gut. Es ist einfach so gut, Leute. Sprache und lässt sich schon wieder ablenken. Komm, Kurtisan. Haut rein. So. Dann, nehme ich hier den Tübi. Der macht mir jetzt bestimmt einen besseren Preis. 2000 Gramm. Wieso sind die Aquädukte so günstig? Ich dachte, die waren viel teurer. Oh Gottchen, wir haben schon 7 Minuten. Das Vergnügen ist dann. Lohnt sich dann noch einen Romulus anzufangen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja echt nicht, aber ich mach's. 8 Minuten sogar, sorry, 8 Minuten sogar. Ich mach's, Leute. Ich such zumindest mal den Eingang zusammen. Mal schauen, wie lange es dafür braucht, dass ich den Eingang finde. Wenn das zu lang dauert, dann kann ich ja zur Not nämlich immer noch auf den nächsten Part verschieben, das Versteck an sich. Ich glaube nicht. An der Tür sogar. Alles klar. Dass das allzu lang dauern dürfte. Ist das oben drauf oder was? Oder innen drin? Sieht nach innen drin aus, oder? Ja, hier ist es. Ja, der Assassine, der hat's halt schon drauf. So. Nachdem das jetzt auch geklärt ist, schauen wir uns das Versteck mal an. Welches das ist. Oh. Der 6. Tag. Ja, ich versuch's mal, aber ich glaube, das war ein bisschen tricky. So, wo hat das Ganze hier gestartet? Nicht hier, oder? Es soll, glaube ich, nur so aussehen, als hätte es hier gestartet, aber ich glaube, ich muss noch einen Raum weiter.
Ja. Da kann man nicht durchkriechen. Alles klar. So. Schauen wir mal. Da geht's nicht so wirklich lang. Oh, warte mal. Alles klar. So muss das. Und jetzt nehme ich wieder zurück. Da ist ein Banner drin. Das interessiert mich jetzt nicht, weil ich keine Ahnung habe, auf die schnell wie ich da hinkomme. Wobei, doch habe ich. Also nehmen wir es mit. Und da war gerade ein Mikroleck. Geil. Sowas liebt man doch immer. Das hier bringt mir nichts. Oh, doch. Ich gehe einfach hier durch. Nun komme ich wieder hier hoch. Sehr schön. Der ist lustig von Kronleuchter zu Kronleuchter. Man kennt diese Prozedur ja bereits. Wenn ich stürze, hilft mir das. Ja, wenn. Komm, ich lass dich schon nicht fallen. Was denkst denn du von mir? Heute ist doch noch nicht Dienstag. Und fallen erst recht nicht. Das geht zum Banner, oder? Die Frage ist nur, wie kommt man da hin? Aber das ist mir eigentlich eh relativ wurscht. Weil ich will ja eigentlich eh erstmal woanders lang. Das bringt mir nichts. Das bringt mir absolut nichts. Ah. Das bringt mir aber auch nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich mich hier ranhängen kann. Kann ich nicht. Nee, das bringt nichts. Sorry, Leute. Ja, hier komme ich auch nicht dran hoch. Auf der Rückseite vielleicht? Nee. Nee. Es hilft alles nichts. Ja, aber was... Was soll das denn werden, dass ich hier hin kann? Was soll das denn werden, Leute? Das bringt doch nichts. Nee. Ich schau mal darüber. Und will natürlich die Truhe mitnehmen. Das ist natürlich der ganze Plan dahinter. Da schnappt man sich nämlich in Ruhe die Truhe. Ja, hier komme ich her. Ja, also ich muss da irgendwie lang. Die Frage ist nur, wo? Leute, habt ihr eine Ahnung? Ich bin da gerade irgendwie zu blöd für. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Oh. Gut, so viel dazu.
Nehmen wir die mit. Wirklich so viel dazu. Der packt sich das halt nicht. Ich dachte, der packt sich das. Aber nö. Muss ich also scheinbar manuell packen. Ja, muss ich. Wieso hat er es losgelassen? Der hatte das doch schon gegriffen. Normalerweise muss man da nichts festhalten, um sich festzuhalten. Halt, ich muss oben rauf. Der will nicht um die Ecke, der Arsch. Ezio, soll ich dich um die Ecke bringen? Ist mal ernsthaft, geh da einfach drum rum, Junge. Aha, okay, ich muss also ganz langsam und behutsam. So in etwa, ne? Und dann kann ich hier lang schwingen. Und bin unten drin. Alles klar. Das wird mir sicher irgendwie weiterhelfen. Aber nicht so. Oh, ja klar. Hier. Alles klar. Würde ich sagen. Sollte man mich fragen. Muss ich schon sagen? Ich kann nicht klagen. Das wagen, das würde ich schon zu sagen wagen. Alles klar. Okay, da solltest du jetzt vielleicht nicht so drauf. Ich weiß es halt nur nicht, wo ich hin soll. Was das angeht, bin ich kein Troll. Der kann sich da doch nicht festhalten, oder? Doch. Das macht er tatsächlich. Der ist schon krass drauf, ey. Du willst mir ernsthaft erzählen, ich soll springen? Wahnsinn. Wahnsinn, du bist einfach wahnsinnig. Ezio, du bist einfach wahnsinnig. Wahnsinnig krass drauf. Dieser Kerl. Der ist einfach krass. Der ist einfach krass. Der ist zu krass für mich, Leute. Könnte helfen, wenn ich stürze. Ich hab's dir schon mal gesagt, Ezio. Ich lass dich nicht stürzen. Das würde mich sonst ganz bestürzt machen. Und das wollen wir ja nicht. Also, gehen wir einfach hier schön weiter. Denn wir brauchen keine Leiter. Ich glaube, wir sind schon auch im finalen Raum jetzt. Magnifico. Den Schrein des Romulus betreten. Ja, schön und gut. Warum geht's hier so runter? Und nachher wieder hoch. Warum? Interagieren wir halt mal. Da passiert doch jetzt bestimmt was. Verrammelt und verriegelt.
Ja, aber ich hab das doch jetzt, Moment. Machen wir es halt so. Eigentlich hätte es auch mit der anderen Dingens irgendwie funktionieren müssen, aber hey. Machen wir es halt so. 21 Minuten. Ja, das ist noch im Rahmen. Ja, das Ganze erst schnell hinkriegen. Noch vollends, dann bin ich zufrieden. Wenn ich eigentlich trotzdem nicht so lang aufnehmen wollte. Aber hey, das tut man nicht alles. Dass das Ganze pünktlich kommt. Ja. Kugeln, Wurfmesser, Pipapo. Munition aufgefüllt. Ja, genau deswegen. Ich will jetzt echt mal wissen, eigentlich müsste das nämlich auch. Ich hab das doch als Ziel. Okay. Machen wir es halt wieder so. Ich verstehe nicht, warum das mit dem Messer nicht geht. Aber na gut. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil hier innen müssen wir nicht lautlos sein. Hier drinnen können wir ruhig rumschreien. Weil hier kriegt uns keiner klein. So, zack. Einmal hier rüber, einmal darüber. Alles super chillig. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ezio, Ezio, Ezio. Alles machst du kaputt. Harvey wäre sowas von stolz auf dich. Ezio, Ezio, Ezio. Ganz schöne Rabauke hier. Immer randalieren, immer randalieren. Das ist schon der Wahnsinn, ey. Ach so, okay. Ja. Respekt dafür. Hätte ich es so nicht gekonnt, denke ich. Hab's aber noch nicht vor, auszuprobieren. Das ist mir einfach ein bisschen zu hart. Um das mal eben so nachzumachen. Das sieht doch nicht gesund aus. Das sieht nicht gut aus, Leute. Sind wir jetzt dahinter? Oder wo gehe ich hier gerade hin? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah! Moment. Ja, er hat eindeutig drauf gezielt. Amen. Ja, ich würde mal sagen, ich habe meinen Eingang. Ist kein Eingang da, wird sich halt einer gemacht. Tralala. Okay, 25 Minuten ist ein schöner Wert. Ich kann mal jetzt noch schnell abschließen. Cool.
Kugeln und Wurfmesser bekommen. Sehr schön. Gibt's hier sonst noch was mitzunehmen? Ja, natürlich. Natürlich, Leute. Es wird alles schön eingesackt. Kladderkring. Interagieren wir schön. Jawohl. Schriftrolle 5 von Romulus. Jetzt müssen wir hier halt noch irgendwie entkommen, aber hey, das eilt nicht. Wir nehmen erstmal noch ein bisschen Money mit. Maneten. Richtig schön einsacken. Einsacken, was zum Einsacken geht. Roter Jaspis. Und da ist nochmal eine Truhe. Die lassen wir natürlich nicht in Ruhe. Aber ich würde sagen, damit war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis denn, macht's gut. Ciao, Leute.